Hallo, ich bin die Evelyn von Pur Fitness und ich zeige euch heute ein paar Übungen fürs Büro, für den Rücken und für den Nacken, die ihr einfach mal zwischendrin machen könnt. Als Einfachstes, es hilft immer wieder schon mal einfach die Hände zu verschränken, nach vorne zu strecken, hinten den Rücken zu dehnen und die Arme auch mal nach oben strecken, sich ein bisschen nach hinten dehnen, zu lockern und zu mobilisieren. So, ein bisschen anspruchsvoller, um die Rückenmuskulatur zu kräftigen. Ihr könnt euch im Büro suchen, was ihr habt. Das ist im Winter jetzt unser Schal oder im Sommer nehmt ein Stück Zeitung, ein Handtuch, was ihr findet. Haltet das vor euch und zieht die Hände auseinander. Und das solltet ihr hinten im Rücken, im oberen Rücken merken. Festziehen, kurz lockern, kurz verschnaufen und wieder ziehen. Das macht ihr 8 bis 12 Mal. Zwischendrin immer wieder kurz lockern. Eine tolle Übung für zwischendurch, ihr legt einfach mal die Hände auf die Tischplatte, stellt die aufrecht auf, Füße stehen parallel auf dem Boden und dann drückt ihr die Hände auf die Tischplatten und baut eine Spannung im ganzen Körper auf. Der Bauch wird angespannt, der Rücken wird angespannt, achtet darauf, die Schultern nach unten zu ziehen und nach unten drücken, halten, kurz locker lassen, wieder halten, Spannung aufbauen, wieder locker lassen und das Ganze wieder 8 bis 12 Mal. Was ich euch auch empfehlen kann, gerade um den Rücken zu entspannen und ein bisschen gegen die permanent vorgebeugte Haltung am Schreibtisch gegenzuwirken, dass wir auch die Brustmuskulatur ein bisschen dehnen. Das heißt, wir machen auf, Arm nach hinten nehmen. Das könnt ihr aber auf beiden Seiten gleichzeitig machen. Gerne auch ein bisschen bewegen, ein bisschen dynamisch. Und vorne die Brustmuskulatur dehnen. Wenn wir schon dabei sind, ein bisschen zu dehnen und zu lockern, dann können wir auch vorsichtig die Nackenmuskulatur ein bisschen dehnen. Dabei nehme ich eine Hand über den Kopf, hebe die andere nach unten oder lege sie vorsichtig auf der Stuhllehne ab und neige den Kopf leicht zur Seite. Wenn ich es ein bisschen verstärken will, dann gebe ich den Arm nach unten. Das wieder kurz lockern und die andere Seite Hand über den Kopf. Und leicht zur Seite ziehen. So, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Übungen, die ihr machen könnt. Fragt doch einfach gerne auch mal euren Trainer im Fitnessstudio, ob der nicht auch Übungen oder Tipps für euch für zu Hause oder fürs Büro hat. Ansonsten würde ich euch natürlich noch empfehlen, immer mal wieder zwischendrin zu bewegen, mal den Blick kurz vom PC weg nach draußen, zwischendrin kurz lockern, zum Drucker, zum Kaffee holen oder sowas selber laufen und immer locker bleiben.